Ja, willkommen zu Scum. Ja, ich bin wieder da, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Und der Onkel, also Papa, man munkelt über die Verwandtschaftsverhältnisse. Kann doch der Ehemann sein. Also ich habe mir jetzt einen Spot auserkoren, wo Püppi leben kann. Und zwar da bei A3. Ich bin natürlich schon mal vorgefahren, ne, und habe mir mal so den Spot für die Schnulle angeguckt, ne, ob das auch passt. Das einzige Problem ist, hier in der Nähe gibt es halt kein Wasser. Ne, also hier gibt es aber Städtchen und es gibt Bunker. Und ich finde eigentlich, der Spot ist zentral richtig gut gelegen. Weil wenn du hier die Straße runterfährst, hast du hier die Hafenstadt, dann hast du hier noch das Städtchen, hier kommst du schnell runter, dann hast du hier den Händler, wenn du die andere Richtung hochfährst, kommst du bei der Straße auch gleich zum Händler. Bunker hast du hier auch, dann hast du hier die U-Boot-Basis. Also hier ist eigentlich alles, hier hast du noch einen Flugplatz. Also hier in der Nähe ist eigentlich fast alles, bis auf Wasser. Und da ich halt ein bisschen, ja, also ich kann halt keinen Brunnen bauen. Ja, jetzt will ich das Schloss aber wieder abhaben hier. Wir wollen ja los hier. Wie machst du das Schloss ab? Das war entfernen. So. Ich habe extra den Schrank gebaut, also ein Arsch. Ja. Treibstoff haben wir okay. Also jetzt ziehen wir wieder die Weste an. Und dann muss ich erstmal alles einpacken. Wir reisen los. Ja, Bolzen nehme ich nicht mit. Auch die Muni, Werkzeugkasten. So. Ah, ne, warte mal, 9 mm. Haben wir eine 9 mm? Haben wir überhaupt schon was? Wir haben immer noch keine Pistole, hä? Ich träge das Holster spazieren, das leere. Keine Knarre, keine Pistole, nur die Schrotze. Haben wir jetzt eine Schrotzenmuni hier noch mit dabei? Nee, ne? Nee, also wir haben Munition für alles mögliche, aber nicht für die Schrotze. Schön. Da haben wir jetzt hier immer ganz knapp dabei. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe das so eingestellt, dass die Batterie, wenn die Karre da steht, nicht mal runtergeht. Oder ich habe es geträumt, keine Ahnung. Es ist Feiertag. Schön. Davon wusste ich aber auch nicht. Ich gemerkt habe, dass der Laden zu hat. Ist überhaupt Feiertag? Ich war nicht unten oder ich habe es geträumt. Ich bin heute ein bisschen durch. So, jetzt müssen wir gucken. Wo müssen wir lang? Wo sind wir denn? Wir müssen nach Süden. Ja, ungefähr 100 Meter. Dann habe ich gemerkt, ja, ich habe ja einen leeren Benzinkanister. Ne? Ich muss ja erstmal was tanken hier. Ne? Ja, da unten in der Nähe ist ja, glaube ich, gar keine Tankstelle. So, wirklich. Oder warte mal, doch. Ja, jetzt mit der Schrotze. Das ist natürlich jetzt ja alles andere als ideal. Da sehe ich schon so einen Springer. Ja, wie hoch ist die Reichweite von der Schrotze? Hä? Ja, nicht hoch genug, wie sie aussieht. So. Kommt erst mal die Frikadellenfrau. Die freut sich und so lässt sich beschlafen. Oh, das ist voll hier die Scheiße, fast voll. Aber ich gucke mal lieber, nicht dass hier irgendwie noch hier so Bonbon rumrennt. Die versteckt sich immer im Gebüsch, hä? Dann störst du dann gerade beim Kacken oder so. Hallo? Es setzt sich da immer Schrotzenmuni rum. Jetzt nicht, hä? Dafür anderer Kram. Nehme ich mit. Angelhaken. Ja, so langsam möchte ich ja auch mal wieder mich mit dem Angeln befassen. Und ich werde wahrscheinlich zum Händler fahren und mir mal ein paar Magazine holen für die Hunter. Mit einem Scope natürlich dazu. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld hat denn die jetzt schon?
88? Na, die hat doch irgendwie noch mehr. Milch? Was ist denn trinken, ne? Das ist ja knapp. Ja, Milch nehme ich nicht mit. Ich unten bin ich die Quark mutiert. Ja, das kann nicht Wasser nehmen mit. Ich höre wieder einen Wolf. Ich habe schon doch kein Salz. Das Gute ist, da kann ich nämlich, wenn ich dann hier wohne, hier runterfahren. Und hier ist ja dieses komische Salzgedöns. Kann ich das Fleisch bügeln. Ja, vielleicht kriegt man jetzt noch so einen doofen Wolf vor der Ömme. Ja, schön doof sind wir, hä? Mit dem Wolf vor der Ömme löfen. Na, wo ist er denn? Ah. Oh, es sind zwei. Aber bö. Die Spuren siehst du ja blöderweise erst, wenn du den erwischt hast. Wenn du den angeschossen hast. Da ist noch einer. Abgehauen? Teil der ganzen Geschichte hier nicht. Was hab ich Neues? So! Ja, also das Schloss habe ich auf jeden Fall mitgenommen jetzt, das ist wichtig. Ach, das ist ein wunderschöner, gemütlicher, kleiner Hof. Ja, sie guckt schon so wie so eine Fleischfachverkäuferin, hä? Nur 40 Kilo leichter. Ja, ich hätte gern was von der groben, fetten, dieser Weiterbildung. In der Mangelung eines Schenkels klopfe ich mir auf die Schulter. Der Schenkel ist nicht im Bild und ich habe keinen Bock jetzt hier Yoga zu machen. Sag mal, jetzt haben wir hier 4 Fleisch. Mal den Kopf mitnehmen. Auf jeden Fall nehmen wir das Fell mit, ne? Ich finde das Blöde, dass man sich keine Decken draus machen kann. Ja, aus den Fell, obwohl, ne? Also bei Wildschweinfell kenne ich's. Das ist so borstig, dass da möchte ich nämlich ungern drin einkuscheln. Aber die, ich weiß ja nicht, wie dieser drauf ist, nicht wahr? Ich glaube, das ist nicht so diese flauschige Einhorndecken. Die braucht das schon ein bisschen grob. Ja, die grobe Fleischfachverkäuferin. So, das war ja ganz chillig. Aber, wie gesagt, uns geht hier die Muni aus. Wir müssen uns da mal... Die geizen da halt drum mit der Muni, hä? Hab ich das Gefühl. Und dann geben sie dir Muni, die du überhaupt nicht brauchst. Man kennt es. So. Till. Wäre natürlich cool. Was öff, jetzt kommt's wieder. Schnaps Idee. Wäre natürlich cool, wenn das Geld kosten würde, ne? Ich meine, du hast ja genug Möglichkeiten, Geld zu sammeln, ne? Weil ich das gerade nämlich hier gesehen habe mit dem Preis da. Ja, ja, cool. Weil, ich meine. Tech One stellt ja quasi den Treibstoff zur Verfügung. Und das kostet ja bestimmt auch Geld, ne? Kann ich mir vorstellen, ich meine, die ganzen Bots und sowas, ne? Die Batterien, das müssen ja übelste Stromkosten sein. Das müssen wir auch schon wieder reinholen. Denken wir, das geht nicht alles über die Einschaltquoten. Obwohl, meine Püppi, die will sich jeder angucken. Vor allen Dingen, wenn ich sie aussehe, deswegen fahren wir in den Süden, Darling. Ja, aber...
Das wäre ja auch mal eine Idee, ne? Ich meine, du hast das Geld hier drinne und kannst das nur für die Händler ausgeben und dann ist es sowieso verpackt. Ja, und deswegen dachte ich eigentlich, das ist eigentlich, wäre es ja logisch, wenn in den Tankstellen, wenn in die Tankstellen Händler reinkommen oder Tankstellenbetreiber oder sowas, NPCs. Oder dass NPC-Banditen oder andere NPC-Typen da die Tankstellen in Besitz genommen haben. Und dann kann man mit denen entweder drum feilschen, ob man tanken darf, oder man ballert sie einfach über den Haufen, wie sich das gehört. Und nimmt dann die Tankstellen selber in Anspruch. Und für einen geringen Beitrag kann man dann von Tech One Benzin erstehen. Und je nachdem, wie hoch deine Fame Points da oben sind, je günstiger ist dann das Benzin. Weil wenn du so Quotenmogli bist, ja, den gehen es auch interessiert, dann bezahlst du ein bisschen mehr für den Sprit. Aber wenn du hier Prinzessin von Klug und Schiss bist, wo sich jeder einsame, nackte, haarige Mann abends so bei ihr so in den Schlaf reibt, dann ist das Benzin halt ein bisschen günstiger. Ne? Also das ist mal so meine ganz mega komplexe Vorstellung davon, wie hier mal die Wirtschaft hier so ein bisschen aufgeflauscht werden könnte. Ja? Mal so ein bisschen Realismus reinbringen und sowas. Kostenloses Benzin, wo lebt man denn? Auf Scam Island oder was? Das wäre Käse. Kostenloses Benzin. Im Grunde genommen bist du hast du eine ganze Insel für dich alleine. Ja? Na gut, nicht ganz, aber ne? Kannst ja Hausbesitzer werden. Ja? Als rechtschaffener Bürger träumst du davon, aber hier als Gefangener. Ihr Ding. Ich habe vergessen, die Karre aufzutanken. Ich habe nur den Benzinkanister aufgetankt, Trottel. Wir sind wieder live dabei. Ich mach gleich einen Motor aus und will Benzin sparen, hä? Naja. Sie führt auch das Haushaltsbuch. Wir müssen keine Socken neu kaufen, wir stopfen sie. In den Müll. So. Oh, das ist nicht unsere normale Ausfahrt. Aber was ist ja schon normal, hä? Das juckt gehen. So, die nächste Tankstelle. Ja, das wäre dann hier die Tankstelle, die ich dann eher frequentiere. So. Wenn es hier kein Kicherer ist, mache ich die ganze Bagage hier mit der Machete platt. Das sind schon mal drei. Der Mobby hat mich gerochen. Da riecht mein Fleisch. Gib mir Wasser ab, du hast was zu essen. Ja, das hab für dich. Ja, gönn dir. Schön kauen, blöde Kuh. Oh, apropos dumme Sprüche. Irgendwie gehört, Deadpool 3 kommt bald. Werbung! Na, Chucky hat mich auch gleich gehört. Ja, komm, du musst immer was hier essen. Ist ja vom Fleisch gefallen hier, das blöde Kuh. Okay, da geht in die Pilze. Ja, hier ist wieder nicht drin. Ach, unbedingt mumbeln. Das ist wie Knäckebrot ohne Nutella, hä? Völlig sinnentfremdet. So. Können wir denn hier liegen? Nee, Mehl. Mehl. Mümpeln? Ist das lohnt nicht auf. Ah. Ah, scheiß drauf hier, wenn da jetzt da drin rumgammelt. Ich will ja immer hier ankommen. Der Tag ist ja auch nicht mehr so lang, hä? Ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ich will ja hier wenigstens mich in der Bude einrichten. Einen Schrank bauen müssen wir auch wieder. Shit. Ich glaube, da brauchen wir doch die Bolzen. Jetzt habe ich bloß die Bolzen mitgenommen. Das ist nämlich der Nachteil. Das ist ziemlich im Outback.
Da gibt es ja nicht so viel zu looten. Das ist natürlich blöd, hab ich gar nicht drüber nachgedacht jetzt. Weil, ich glaube, für die Kiste brauchst du hier so Gelumpe. Ja, du musst ja nicht hergucken. Ich bin nur ein kleines Mädchen mit einem großen Auto. Ich muss meine kleinen Brüste kompensieren und so. Und da ist er weg. Ja. Triff mich. Sie ist beim Date immer ein bisschen stürmisch, ne? Aber Papa ist ja schon mal vorgefahren und er hat ja hier dieses Schrottkarre entdeckt. Da können wir schon mal ein bisschen Schrott mitnehmen. Was Mut. Holzenschrott. Und Guave. Wer lässt das? Warte mal. Wir haben ja bestimmt bei Zeiten wieder was zu essen hier. Obwohl, wir haben Wolfsfleisch. Also man merkt, es wird Herbst. Ne? Das Wetter ist in der letzten Zeit hier immer öfter schlecht. Genauso schlecht wie die Guave. Hä? Oh, nicht mehr. Das Wetter ist immer nur gerade so auf 52-53%. Kann man ihn wegschmeißen. Wir müssen, ups, da lang. Obwohl, hier geht es eigentlich auch, aber das hier an der Hauptstraße ist mir zu viel Verkehr. Jetzt werden wir hier diese versifften Hausbesetzer hier mal rausklatschen. Geht denn das hier rein? Hier, da ist unsere Einfahrt. Wir werden schon den Zaun hinziehen gleich. Also jetzt nicht, aber, ne? Ja, gucke da. Da hampelt schon wieder einer rum hier. Das ist mein Bude. Unsere kleine Farm. Wer macht den Ingo platt hier? Geh weg hier. Ich habe hier die Indianer-Frisur. Also bin ich ja die Ureinwohnerin. Ich hole mir, was mir gehört. Ja, wenn das modulare Base Building kommt, kann man ja sicherlich auch solche Zäune machen. Da mache ich hier so einen schönen Zaun und ein schönes Tor. Das wird super. Wenn es dann sowas überhaupt gibt. Erstmal geht es ja wahrscheinlich. Also ich denke mal nicht, dass die dann alles komplett mit eben Schwung reinholen. Die ganzen Zusatzdinger hier, Kisten, also hier diese Dinger hier. Zäune. So. Park ich in die Bude mal. Ja, hier auf dem Typen drauf. Das muss man ja nur nicht sehen, dass der hier rumlischt und rumstinkt. So. Dann haben wir hier unser kleines Häuschen. Ja. Ah. Dass man den Müll nicht wegräumen kann. Hä? Gut, das stört natürlich ein bisschen. Ja, hier sieht man auch, das sind ja alles noch die alten Texturen, ne? So dieses Matschige. Ja, lässt dich gleich rein. Schön machst du das. Richtig schön. Ich habe auch mal irgendwo und irgendwann mal gelesen, dass man später hier auch die Schränke und sowas zerlegen kann, um daraus Rohstoffe zu gewinnen. Also Holz oder halt Zubehör wie Nägel. Hauptsache, das Dach sieht alles wie frisch geleckt, ne? Ich könnte natürlich hier auch irgendwo noch ein Häuschen hinbauen. Hier zum Beispiel, ne? Weil an sich ist es ja hier nicht schlecht, ne? Man hat ja so eine kleine Hütte. Da kann ich hier noch ein Schloss davor machen. Da kann ich hier meine Lagerschränke reintun und sowas. So viel Schrott brauchen wir jetzt nicht. U-Drop! Oh, jetzt flutscht das. Kugelwechsel, Böhm verschreckt. So. Ja, für den Händler. War klar, Alkohol. Mehr nutzloser Scheiß. Ja, noch einmal nutzloser Scheiß. Ja, hallo. Noch eine Gasmaske. Eine Pistole, immerhin.
nicht mein Favorite, aber wenn der mir halt nichts anderes gibt. C4 Timer Platine. Kann man das hier irgendwie miteinander verbinden oder so? Nee. Dass man das hier so drauflegen kann. Die Timer Platine ist extrem selten. Ja, das war's schon hier. Das wird reichen. Die Kohle hier. Ich guck immer bei der Straße nach rechts und links, hä? Ja, es gibt Spiele, da sind die Autofahrer so ein bisschen behindert, weißt du, die halten da nicht an. Oh ja, die schwitzt schon wieder, hä? Ja, ja. Hat immer gesagt, hier ist kalt, also. Hier gibt's so kein See oder sowas. Ja, cool, wenn man hier das Gelände bearbeiten könnte, hier, ne? So ein Loch buddeln. Zum einen, um diese ganzen Leichen loszuwerden. Und zum anderen, da kann man dann vielleicht Wasser reinlaufen lassen, ne? Und dann hat man einen kleinen Badesee. Jetzt schifft das Schiff wieder, das kann doch nicht Sinn. Wieso schifft das? Mäuschen, du bist aber richtig gearscht heute, hä? Ja, bei Wednesday, hä? Haben wir Hunger? Oh. Oder sagen wir, braten uns das Fleisch, aber jetzt schifft das ja, da geht's Feuer ja gleich da aus. Aber wir können uns ja hier drunter hängen. Überall machst du ja Feuer, hä? Das bringt alles gar nichts. Und dann gleich mit dem kleinen Holzscheit schüren. Und dann knallen wir das mal drauf hier. Ran. Ah, hier ist ein Ei. Nee. Das riecht schon wie alter Mann. Jetzt müsstest du eigentlich nur das T-Shirt anhaben, genau. Guck mich doch mal an. Mensch, jetzt siehst du. Wie ich immer wegguckt, hä? So, hier ist warm, also ans warme Feuer. Leicht angekocht. Na, wir sind doch gleich fertig. Zubereitet. Na, ja, kochen Ganze. Gönn dir. Oh, das brät noch. Ach, das macht da nicht aus, ja. Ja, wenn ich jetzt die Straße hochfahre, komme ich zum Händler. So, jetzt mache ich ja erstmal trotzdem ein Schloss dran. Wir müssen Munition sparen. Ich will dann bei der Rückkehr, wenn ich wieder irgendwelche Penner in meinem Bett liegen haben. Aber ich wollte ja mal gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Hier ist ein Feld. Ja, wenn dann dieses Farming reinkommt, da könnte ich mir ja hier zum Beispiel ein paar Möhrchen anbauen. Zum Essen und zum anderen Vergnügen. Ja, das wäre dann so mein Hütchen erstmal. Beziehungsweise die Übergangslösung, ne? Ihre erste Bude. Studentenbude. Das sind auch Häuschen, ne? Das war keine ganze Stadt, oder? Ist das nicht dort? Ja, doch. Naja, kann man da zum Looten hin. Nicht für den Horst. Genau. Na klar, da gucken wir doch gleich mal hier. Müssen wir eher lang. Ja, Mensch, ja komm, du Klops. Ja, ja, siehst du, geh aus dem Weg, du Penner. Was bist denn du für ein Saftsack? Du saftscher Sack. So. Alter. Oh, guck mal, da hinten, da raucht's grün. Es raucht grün. Ich weiß, du weißt, ja, da weiche ich ihm die Knarre jetzt ein hier mit dir, du dicke Molluske. Das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Ach, aber das ist ja egal. Oh, guck, da kommen sie. Also einer. Eine gute Mannstoppwirkung, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, ne, das ist munitionstechnisch. Ist das nicht so? Oh, jetzt haben wir noch ein bisschen Knete. Was die hier für Geld kriegt? Als Kerl kriege ich nie so. Schnauze! Kerl kriege ich nie so viel Geld. Was er wollte, hä? Meine Garagenparty. La Platte de Blei. Oh ja, es faucht an jeder Ecke. Das ist die Muni doch gleich alle. Ach, da drinnen. Guck, guck.
Sind nicht die hellsten, wa? Noch eine Garage? Oh, hier ist ein Klo. Auch das nehme ich mit. Bisschen Haare stand am Bürzel, aber was soll's, ne? Das macht man mal so im Vorbeigehen. Nägel! Nee, Schlösser brauchen wir jetzt nicht. Sonst wird's unangenehm. Er wollte nicht, dass wir mal vorbeikommen. Hack ich rein. Hier ist ein Brunnen. Fill Water Bottle. Und trinken. Jetzt hab ich genug getrunken. Muss ja gleich wieder Pipi machen. So, macht er nicht. Immer schön hydriert bleiben. Das flutscht heute mit den Schlössern, ne? Die Block 21, immerhin. Ich hab dafür kein Magazin. Schön. Das ist richtig geil. Noch ein Schloss. Jetzt kommen diese dezenten Hinweise, dass ich mir ein Schloss besuchen sollte. Ja. Da. Das flutscht. Wo ist der Haken? Ja, wahrscheinlich ist der Haken, dass ich hier nicht das kriege, was ich brauche. Ach, wenn die da liegen, kannst du dir dann slashen. Dein Käse. Da komm als Maul hier. Ach, geht das. Der hat immer noch Hunger. Der hat gerade hier den ganzen Wolfsschenkel genascht. Nicht so nassettlich. Schön wieder Leuchtraketen. Mich rollen. Ja, ich will die Solaranlage mit Hebe nehmen. Bisschen Strom. Dann ist feierlich hier. Ein Benzinkanister. Schön. Oh, Seife. Und kein Wasser hier. Ich nehme mal Seife mit. Die hat mich nämlich schon voll gemeckert, dass sie sich gerne mal waschen wollen würde. Aber wir gehen jetzt zum Händler. Da kann ich sie mal... Naja, jetzt haben wir doch eins. Da kann ich sie mal ins Wasser schubsen. Alkohol fehlt noch hier zum Desinfizieren. Das fällt mir mal gerade so aus der Hose. Ah, eine Garage. Eine Garage. Sag mal, wie lange knabbelt denn die an dem Wolfsfleisch rum? Oh, die Blase, ja, ich sehe es gerade, komm ja. Oh, die Hose an und alles. Ach, komm, lass ihn. Da guckt die mich an, hä? Eigentlich müsste doch die Hose jetzt dreckig sein, hä? Hier ist alles dreckig. Oh, dirty ist 100%, hä? Ich weiß schon immer, dass du so ein schmutziges kleines Ding bist. Wieso ist die Knarre nicht im Holz, der Mäuslein? Komm hier. Oh! Das ist nicht so toll. Amen, ihr Penner! Du, die verstanden, warum sagt man immer Amen? Das stammt von dem ägyptischen Gott Amon ab, übrigens. Naja. Alles geklaut, ja. Ein Baumwollhoodie. Ja, letztens in der Bar gewesen, hab schon mal einen dort liegen lassen. Ne? Da haben die den da hinter uns kapuff getan und irgendeiner hat ihn dann weggeschmissen, angeblich. Da stirbt die eine arme Suppe, die dort arbeitet, hat den eingepackt mit Häme genommen. Ja. Und das Bier haben sie gleich mal um 50 Fänge erhöht, also Cent. Unglaublich. 50 Cent. Ich wollte bloß ein Bier haben und nicht das ganze Fass geöffnet. Jetzt siehst du, das hängt über da hinten auf halb acht in die Knarre. Ah. Geht mir auf den Sack. Deswegen bin ich ja immer so derzeit so im in der Ego-Perspektive unterwegs, weil ich da die Krise kriege, wenn die Knarre hinter sich her schleift. So, den Typen haben wir ja vorhin weggefettet. Was ist das? Bubbles. Blubberbläschen.
Oh, eine Karen Hunter. Karen oder Carbon? Die nehmen wir mit. Natürlich habe ich dafür auch kein Magazin und nichts, ne? Logisch. So, dann kommt diese nützlose Magazine jetzt erstmal hier weg. Die brauchen wir schon. So, weiter geht's hier. Wir sind gleich da. Ja, mir ist mir aufgefallen, dass die Karren gar nicht mal so schnell fahren, hä? Also selbst wenn du einen guten Fahrskill hast, die fahren einfach nicht mal so schnell. Hat bestimmt was... Also, naja, wir müssen jetzt nicht baden, aber ich kann mir jetzt die Häuser mal sauber machen. Hat bestimmt was mit den neuen Fahrzeugen zu tun, die sie bald reinbringen, ne? Mit den Modularen. Das Wasser sieht doch irgendwie so komisch aus, ja? Alles ein bisschen merkwürdig. Ah, alles Dreck. Mensch, wo krauchst du den ganzen Tag rum? Obwohl, wenn das nur nass wird, geht das auch ein bisschen sauber. Die Handschuhe brauchen wir gar nicht. Ja. Habt ihr erstmal die Hose. Immer noch Socken an. Die wollte ich nicht sauber machen. Komm zu mir. Oh, pass auf, hier ist der Seeigel. Das ist überhaupt nicht gut. Die Höschen sind das. Machst du erst die Schlüpperräne? Nee, komm ja, oder? Ach, machen wir jetzt erstmal das. Das war in der Agenda jetzt drin. Wir brauchen ein bisschen mehr Seife. Naja, 39%. Oh, guck die ganzen Fischis. Hi Mädels. Jetzt haben wir Hunger. Ja, wir haben Hunger. So, Handschuhe brauchen wir nicht. Die Socken lassen wir auch aus. Uns ist ja warm. Aber wir sind jetzt eh gleich beim Händler. Ist eigentlich, also wie gesagt, ich finde den Spot an sich gar nicht schlecht. Ne? Du hast ja überall eine Stadt in der Nähe und den Flugplatz hier zum Beispiel. Wenn du dir ein Flugzeug holst, dann ist hier ein Bunker. Ja. Wie gesagt, das einzige Manko, was ich jetzt hier so gesehen habe, ist halt mit dem Brunnen. Ne? Frisches Wasser. Man kann sich ja auch nicht immer darauf verlassen, dass in dem Laden da, in den Städten, der gleich ja literweises Wasser rumsteht. Ne? Da ist schon der Outpost. Ach Kacke, jetzt müssen wir schon die halbe Insel rum. Komm Mädchen, ja komm. Das ist immer ganz spinglig. Nicht! Schnell! Gib Gas! Dass sie ins Wasser reinfährt, die blöde Kuh. Das nächste Mal nehmen wir doch lieber einen Weg, ja? Kannst du erstmal zeigen, wie hübsch du einen parken kannst, meine Schnulle. Wie Profi. What's up? Was ich das wusste, hä? Ja. I guarantee you, I'm well off that thing registered. Kidding. Nobody cares. Na ja, gib zu hier. Da. Das. Noch was? Ja, die Desert Eagle halt, ne? Ich weiß nicht. Scheiße! Den Militärkompass. Davon hab ich ja einen. Das Blöde ist, für die Hunter gibt's nicht so viel Munition immer, ne? Aus besser wie nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Carbon Hunter Magazin. Oh, 808. Nehmen wir mal zwei. Und die normalen Mumpeln. So. Oh, halt doch mal deine Gusche. Bring mich doch nicht mal raus. Ja. Das ist der Bums. 6500. Hab ich nicht. Machen wir nu. Da müsste ich was verkaufen. Was ist denn das? Carbon Hunter? Hä, das ist Öl für die Carbon Hunter. 306er? 308er? Ja, was denn nu? Was passt denn nu da drauf? Das ist Käse. Nö, ja, den Pickup verkaufst du nicht, bist du behindert oder sowas? Ich will immer mein Pickup haben. Ist nur für Keks. Oh, Scheiße. 308er Ammo-Box für die AWP. Das will ich ja behalten. Ja, jetzt hab ich das ganze Gelumpe für die Carbon Hunter. Auch noch mehr Platz.
Ja, dann werde ich wohl dann doch die Mümpfe hier verkaufen müssen, hä? Ich will die aber nicht verkaufen. That thing registered. Kidding. Nobody cares. Ja, der Händler verfügt nicht über Geld. Was ich denn dann das nehmen? Was hast du mit meinem Geld gemacht, was ich dir gegeben habe? Hä? Ja, ich hab dir doch gerade was verkauft. Und dann hab ich was von dem Geld gekauft. Da muss er doch Geld haben. Da ist wie doof oder sowas? Das ist so einfach. Kauf, jetzt hat er null Geld mehr. Du willst mich ja verarschen, hä? Ich wollte bloß Zeit rausschinden. Da ein Käse hier, du hängst hier stundenlang bei den Händlern rum. Was soll ich jetzt noch verkaufen? Den Helm. Ja, da kann ja nicht. Oh. Ich habe auch für die anderen Händler ja nichts zum Verkaufen. Schrott. Wollte gerade sagen, die Desert Eagle, da hat er kein Geld. Wieso nicht? Was hab ich denn dem gerade gegeben? Aber wie doof ist denn das? Ich hab mir einen Haufen Geld gegeben, das würde er mir nicht zurückgeben, oder was? Da kann das doch eigentlich verrechnen. Lass mal auf hier. Jetzt hab ich das. Göfen, 6.500. Wenn es verrechnen wird das mit der Axt. Ne, wird das reicht ja auch bloß nicht. Das ist so Käse. Mit dem SVD? Ach, das geht. Das ist für Käse. Security reasons, obviously. Nee, den. Außer es gibt einen Rabatt. Gott, was ein Käse. Ich hab immer noch 4.000. Ich bin hier komplett raus. Ich bin komplett raus, ja. Keine Ahnung, was das für eine Art Handel ist, ja, was der ja macht. Wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin hier. Da denkt er, er kann mich übers Ohr hauen hier, hä? Kollege Schnürschuh. Sag dein Tierchen im Bart schön Gruß. Du Kackevogel. So. Ich hätte jetzt natürlich auch noch Schrotzenmuni kaufen können, aber habe ich nicht, weil wegen Iso. Das ist ein ganz schönes Geraffel hier. Ja, ich will jetzt nicht alles kaufen hier, was es hier gibt, so an Waffen. Ich will ja auch ein bisschen was looten gehen, ne? So und lootmäßig mir das verdienen. Dann bist du nur fertig hier mit einem Geknabler. So. Ein Scope. Brauchen wir noch. Wir haben ja noch Geld. Lull. What's up? Ja, komm hier, der Mutti hat was vergessen. Gib mir das ja. Obviously. P223 Scope. Ja, passt das überhaupt drauf? Oder nehme ich das Jagd? Ich weiß nicht, ob das passt. Müsste doch eigentlich, ja? Da ist so ein Hunter-Ding. Was öffne jetzt hier? Juhu! Guck mal, ob der Lauf sauber ist. Ach, du Penner. Very good. Also der Typ, ja. Nicht meine kleine Püppi. Immer wenn ich sage, blöde Kuh, meine ich natürlich nicht die. Ja, dann meine ich alle anderen drumrum. So, Schnulle. Pistole sieht immer noch mal aus, aber wir haben schon mal ein Gewehr, das ein bisschen funktioniert, ne? Ich glaube, ich verkaufe den Rucksack jetzt, den roten. Ich brauche Platz. Mit den anderen reintun kann. Nützt nicht. Ja, pass auf, jetzt ist das hier wieder der Reichweite bisschen. Feel free to browse around. Guck mal, da gibt mir nur 3,8 für den ganzen Scheiß, den ich an Bord habe. Verkaufen. Let's see what you have. Wow. Ja, wieso nicht? Ich kann den Rucksack nicht in den Rucksack stoppen. Der mehr Schnuller. Der rafft's wieder nicht. Da ist sich zu fein, sich das aus dem Auto rauszuholen, hä? Aber weh, ich will was haben, da muss ich mal laufen. Ja, ich war gerade schon mal da. Mit einer Rotzbremse in der Küche. Opa Manfred.
Let's see what you have. Oh, da ist sogar noch was drin. Ach, gimm. Ja, kannst du behalten. Ob 1900 gibt er mir für den Bums, den ich hier an Bord habe, hä? Nicht zu wenig. Here's what I've got. Okay. Ja, let's das kann er auch alles have. Kriegen. 200 fürs Thermometer. Wert von 0. Ja, die Rex, ach komm. Ich hab Geld hier. Was willst du denn kaufen? Gar nicht, hä? Leitung? Die haben keine Katanas hier, hä? Das darf das kleine Mädchen anscheinend nicht kriegen. Werkzeugkiste haben wir. 2000. Bei der Klapper 2. Nee, komm. Das ist ja Wucher. Ja, gib zu. So, mein Mäuschen. Glück, was alles ins Auto passt. Yay! Yay! Na, Hauptsache die Füße sind nass, hä? Jetzt ist ihr nicht mehr warm, aber dem Rest von uns. gleich kocht's Wasser. Da kocht der Riviera. Sehr schön. Nach unten gucken. Also, dass hier ein Hai ankommt. Ja, da schwimmt schon wieder so unqualifiziert. So, kann man sich ja nicht auf Boote kaufen, ja, ne? Wir behalten das mal im Hinterkopf. Weil dann kann ich ja auch mal diese Inselchen hier abgrasen. Ne? Manchmal findet man da auch so kleine Spots. Tritt nicht auf den Seeigel. Meine kleine Seeschnecke. Wo ist denn der hin? Läuft ja nackt durch den Spot, hä? Lalalal. Mal gucken, ob die auch schon was sagen. Nee, hä? Bestimmt nicht. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Ja, hier oben ist mein Gesicht. Onkel Rudi. Das stört den gar nicht, das dachte ich mir schon. Have a nice day. Ja, ja, du hast jetzt auch einen schönen Tag, hä? Das lebst dir. Und gucken, der andere, das aber doch bestimmt dann hier an sein Bart. Salut, mal gucken, was die Schnulle da drinnen sagt. Die ist vielleicht nicht abgeneigt. Na guck, hä, wir sind gleich befreundet. Oh, ich hab kein Geld. Schenkst du mir das? Sugar! Ich bin schon das Sugar. Weißt du was? Im Gegensatz zu dir habe ich jetzt was gratis für dich. Du kannst jetzt zugucken, wie ich das deine Bude verlasse. Alter. Jetzt hat sie gesagt, dass er kalt ist. Na, das läuft. Das klauf ich dir nicht ab. Das ist der, hä? Nacksche Frau, hä? Schon. War's das mit der Sprache? Wo hatte der meine Klamotten hier eingelagert? Alles hier. Kreuz und quer. Du hast doch hier dein Töpp, oder was das hier ist. Nicht den Töpp zum Kochen, sondern. Wo ist denn dein Görbchen? Da ist dein Görbchen. Ist der. So, haben wir alles? Ne, haben wir nicht. Wir dürfen uns hier auch nicht allzu lange aufhalten, ne? Dass die Karre ja weggeht. Kleefstehen haben wir ja nicht, ne? Ja, haben wir nicht. Wir sind frisch gebadet. Im Meerwasser, wo die Fische drin ficken. Und reinkacken und alles. Im Grunde genommen. Gigantisches Bumsklo. Aber wir wollen ja auch immer ans Meer und so weiter. Ne? Aber wehe, jemand pullert in die Badewanne, hä? Oder hier ins Schwimmbecken. Da ist es gekrähegröß. Im Meerketing. Was ist das Braune, was da vorbei schwimmt? Ein Kugelfisch? Oder doch die Hinterlassenschaften vom kleinen Ulf? Ja, ja. Und dann schwimmt man manchmal so an erbrochenen Pommes vorbei und so. Ach, es ist ein Fest.
Sommerfest. Alles schön erlebt. Das ist ja kein, das ist ja so eine Gästchengequatsche, ne? Das ist ja nicht so aus der Hülse rausgezogen. Boah, was ist das für ein Weg, ich sage mal. Das ist der Nachteil am Süden, ne? Diese Kackstraßen, ja, wo müssen jetzt lang? Ich glaube, wir sind verkehrt. Ja, nicht ganz. Die Stadt da unten. Wo mein Auto ist eh mal so richtig schön rumgeschwabt ist. Rumschwabte. Aber da ist eine Tankstelle. Siehst du, wir haben ja doch eine Tankstelle hier in der Nähe. Da werde ich jetzt noch bloß die Hitsche oft tanken. Dazu nehme ich jetzt erstmal den Kanister. Ja, Essen gibt's ja auch hier. Datteln. Und Nösel brauchen wir auch noch hier von dem Schrank. Ja, jetzt, ja, das ist hier eine Kackgegend, um hier die Karre hinzustellen. Mal gucken. Der neugierige Nachbar. Eine Kuckblätter. Ja, da gucken wir weiter. So. Mach mal ein bisschen rein, danken ja die Mumpe. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? Drei. Okay. Upp. Upp. Jetzt stellen wir den Kanister mal ja schön in den Schatten. Jetzt hat er mich bestimmt gesehen, oder? Nee. Aber hören wird er das gleich. Ich hör's schon. Na, was finden wir denn hier so lustig? Bestimmt noch der Danke. Na, den werden wir ja gleich kriegen. Ja, Moment. Na, ist ja Seniorphase. Magazin war schon nicht schlecht. Ne? Schön bin ich angepisst von der Knarre, ja. Noch so die dicke Anna, ja. Weg ist er, die Anna. Die andere ist weg. Ah, der hat gleich aufgehört zu lachen. Ich glaube, das ist keine gute Idee auf der Entfernung dann hier mit der. Ist sie schwamm. Sind hier. Da sind da Bude drin oder was? Das ist bestimmt Bernkompott. Oh. Sie sind die Dächer überhaupt dicht, da? Ach, da ist er doch. Guck mal. Ja. Zwei Fliegen mit einer Arschbacke. Nun klar. Geht da mal ran an das Faxgerät. Oh, die hat was abgekriegt. Was ist das für ein gömisches Kackdach? Du arme Mumel. Und ich hab doch die Traction Rack. Okay, aber... Ja gut, aber hier ist ja nicht infiziert. Die haben mich ja nicht angefasst oder sowas. Diese ekligen Mongos. Komm, meine Kleine. Könnt ihr nicht dafür, dass das so ein Kackdach ist hier? Dein Käse. Gar nicht passieren dürfen. Boah, es war nicht meine Schuld und nur deine auch nicht. Ihr hättet doch Köpfe fliegen müssen, du blöde Kuh, ja. Ist denn du für ein komischer Bombenfang? Dein Käse. Also aufs Dach legen ist keine gute Idee. Bier. Ich glaube, Bier brauchen wir jetzt mal, hä?
So ein Scheiß. Meine kleine Schnuller. Nicht so viel. Wir sind bewusste Trinker, nicht wahr? Aber hier. Mädels lieben doch ihren Energy-Scheiß. Ja, rein damit. Wir brauchen immer noch Nägel. Ein Scheiße, ja. Immer mehr los in den Läden hier, hä? So, na, da hol mal deinen Kanister hier, meine Zarte. Dann gib mir doch mal ein paar Nägel oder Bolzen. Geld, 100! Ich guck immer in die Mülleimer jetzt. Das ist ja mehr als die scheiß, Gassen. Alles nur wegen ein bisschen öfter danken, hä? Unglaublich. Ja, mir ist warm, mir ist kalt. Dann zieh dich doch auf. Dann meckert er irgendwo rum. Yay. So, dann ist er wieder voll. Ich sollte mit meinen Verletzungen vorsichtig sein. Bist du ein starkes Mädchen? Ja, jetzt ist der Penner in meinem Auto. Was wollen die immer nur an meiner Karre? Ja, ja, gucke ja. Ah, ist ja ganz oft gerecht, hä? Oh, ein hübsches Mädchen. Tja, du hast es verschissen. Du hast es verschissen. Spaß. Manchmal, aber nur manchmal, haben Männer eins in die Fresse verdient. So, Schnuller. Oh, wir müssen... Oh, warte. Ich hasse solche Öff. Solche Kerle, die ja so richtig... Die einfach ihr Limit nicht kennen. Die nicht wissen, in welcher Liga die sind. In welcher Kreisklasse. Aber sie zeigt den Jungs schön, wo sie hingehören. Schön ins Ohr gekackt. Komm, wisch ein bisschen an der Ohrmuschel sauber, ja. Putz ab. Ach, der hat noch eine Murmel an der Schulter. Ach, weg hier. Da gehörst du hin, mein kleiner Blödfein. So, oh, guck hier. Hörst du, was schwebt hier rum? Ach, das nennt man Schatten, ja, okay, also. So. Weg hier. Das war ja mal wieder richtig scheiße zum Ende. Aber, also ich werde hier mich jetzt erstmal an den Rand stellen. Moment, wo muss ich denn überhaupt lang? Ich muss dann, genau. So, ich werde jetzt bloß noch ein paar Nägel holen. Das ist jetzt hier auch nicht so der Akt. Und dann zurückfahren und mal gucken, so den Schrank bauen und so. Und ja, das kriegen wir schon alleine hin. Aber danke, dass ihr dabei wart. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.